Also gut, und jetzt haben wir das also mit Perlmutt lasiert und sie wird violett. Und jetzt nehme ich in dem Fall eine Kupfer. Eine Kupfer, und dann schauen wir auch, was passiert, wenn ich eine Kupferlasur da oben tue. Und zwar ist das die da. Dann muss ich wieder ordentlich schütteln. Und dann schauen wir uns mal an, was das macht, wenn wir eine Kupferlasur tun. Das wird richtig kupfern.